Wir sind ein glücklicher Verein. Wir haben nicht nur einen einzigartigen Vorsitzenden, wir haben auch einen einzigartigen Schatzmeister. Ungeachtet hören wir nun den Bericht der Kassenprüfer. Das ist Gesetz und gehört mit zu einer Jahresbilanz. Zuständig dafür sind Frau Sabine Wille-Beckhausen und Silvia Görl. Silvio. Amen. Jahresrechnung 2018 für den Kassenprüfer beim Förderkreis und der Aufbau der St. Marien-Andreas Kirche in Baden. Am 7.5.2019 erfolgte die Prüfung des Kassenstandes des Förderkreises zum Wiederaufbau der St. Marien-Andreas Kirche in Baden durch die Kassenprüfer Herrn Silvio Jörn und Frau Sabine Wille-Beckhausen, die als Förderkreismitglieder zur Kassenprüfung berufen wurden. Geprüft wurde der Kontostand per 31.12.2018. Dazu wurde uns vom Schatzmeister Herr Wolfgang Krüger die Jahresrechnung 2018 vorgelegt. Weiterhin legte uns der Schatzmeister einen Computerausdruck über das Spenden- und Beitragskonto des Förderkreises bei der Volksbank Rathenow sowie einen Ausdruck über das bestehende Termingeldkonto vor. Anhand dieser Computerausdrucke konnten alle Kontenbewegungen über Eingänge und Ausgänge von den Kassenprüfern überprüft werden. Der Kontostand ist täglich abrufbar, wovon wir uns am Computer überzeugen konnten. Die Kontoauszüge über Einnahmen und Ausgaben wurden stichprobenmäßig überprüft. Es war eine gute Kontrolle möglich. Es erfolgte alles korrekt, die Kontenführung war übersichtlich. Unregelmäßigkeiten bzw. Differenzen konnten wir nicht feststellen. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die Prüfung der Jahresabrechnung 2018 konnte die in den Vorjahren bereits festgestellten exakte und gewissenhafte Nachweisführung über die Verwendung der finanziellen Mittel des Förderkreises durch den Schatzmeister erneut bestätigen. Wir stellen nunmehr den Antrag auf Entlastung des Vorstandes für den geprüften Zeitraum. Ich bitte Sie um Abstimmung, wer dafür ist. Wer dagegen ist oder um Stimmenthaltung. Vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank für diesen letzten Bericht. Der Punkt 7 heißt Verschiedenes und der ist, ich habe mich eben noch einmal erkundigt, ganz einfach. Wir treffen uns zum Fototermin und es ist sehr schön formuliert in der Einladung. Nach der Mitgliederversammlung findet ein Fototermin statt, zu dem ich alle Förderkreismitglieder und ihre Begleitung herzlich einlade. Und als Hinweis zu dem Ort. Wir wollen uns auf die Treppen im Chorraum stellen und das alljährliche Foto machen. Und danach wäre für den Vormittag, für diese Sitzung, alles getan, wäre zu Ende. Heute um 17 Uhr singt der Kammerchor Wernigerode in dieser Kirche. Das kostet Eintritt, aber den Eintritt, ich kann es erwähnen, 15 Euro. Rentner 12. Ja, oder 12. Karten kann man am Abend erwerben, beziehungsweise auch, nehme ich an, vorher schon. Gut, ich bedanke mich im Namen der Vorstandes für Ihre Aufmerksamkeit und wir gehen nun zum Fototermin. Herzlichen Dank.